So Freunde, was geht bei euch? Heute geht es darum, ob sich die Rang 20 Waffe beim Sturmsoldaten in Battlefield 5 lohnt. Ja, wenn man Klassenrang 20 erreicht, dann schaltet man das Gewehr 1 bis 5 frei. Nicht zu verwechseln mit dem Sturmgewehr 1 bis 5. Das hier ist die halbautomatische Variante davon und absolut nicht mit dem Sturmgewehr zu vergleichen. Die haben komplett andere Werte und spielen sich vollkommen unterschiedlich. Wie schon gesagt, das Gewehr 1 bis 5 ist eine halbautomatische Waffe. Das heißt, man kann sie nicht gedrückt halten, sondern muss sie einzeln durchtappen. Vergleichen kann man sie ziemlich gut mit der M1A1 und dem Turner SMLE. Ich denke, das sind beides Waffen, die ihr schon ganz gut gespielt habt und wisst, wie die so drauf sind. Wirklich ähnlich ist hier aber keine der beiden Waffen. Das Ding liegt wirklich eher so dazwischen. Man könnte sagen, es nimmt Eigenschaften von beiden Waffen und macht daraus eine neue Waffe. Das Gewehr 1 bis 5 hat eine Feuerrate von 359, im Nahkampf einen Schaden von 40, was dazu führt, dass man nur 3 Schüsse für einen Gegner braucht und auf Distanz einen Schaden von 22. Es spielt sich im Nahkampf genauso wie das Turner und auf Distanz spielt es sich schlechter als das Turner und auch schlechter als die M1A1, weil halt der Schaden so gering ist und man hier keine hohe Feuerrate hat, wie beim M1A1. Es ist also, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie. Zumindest was das angeht, denn einen großen Vorteil hat das Gewehr 1 plus 5 und zwar die Präzision. Also das ist hier wirklich der riesengroße Vorteil, der auch ein bisschen den niedrigen Schaden auf Distanz ausgleicht. Wo was mit den anderen Waffen daneben gehen würde, trifft das Gewehr 1 plus 5. Und das ist ja halt der riesengroße Vorteil. Was auch noch ein ziemlich großer Vorteil ist, ist das Aufleveln der Waffe, um auf Rang 4 zu kommen. Rang 4, wie ihr wisst, bedeutet, dass man alle Upgrades auf die Waffe raufpacken kann, denn ich habe, also keine Ahnung, vielleicht liegt das wieder nur an mir oder so, aber ich fand jetzt den Unterschied zwischen der ungeupgradeten Waffe und der geupgradeten Waffe jetzt nicht unbedingt groß. Also klar, so ein bisschen anders spielt sie sich schon, so ein bisschen besser natürlich, aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen Waffen, die ohne Upgrades total scheiße sind und dann mit Upgrades einfach die besten Waffen im ganzen Spiel. Also das Ding kann man hier wirklich komplett entspannt hochleveln und hat nicht das Gefühl von wegen, wenn man jetzt bei dem und dem gestorben ist, von wegen, boah, ja, der hat mich jetzt aber nur geholt, weil die Waffe jetzt nicht geupgradet war. Das ist ja bei anderen Waffen sehr häufig so, weil man das einfach weiß, boah, ohne Upgrades ist das Ding so scheiße, aber mit Upgrades, ich hätte die alle weggemacht. Auf jeden Fall, ja, das ist das Gewehr 1 bis 5. Wenn ich schon bei den Upgrades bin, Leute, dann zeige ich euch die Dinger auch gleich mal. Ich habe jetzt hier den komplett rechten Weg geskillt. Ich habe hier erstmal mit dem schnellen Ziel angefangen. Ganz normal, schnelles Zielen, super wichtig, vor allem bei solchen Waffen. Dann geht es hier weiter mit dem leichteren Schaft, 60% schnellere Bewegung während des Zielens mit deiner Waffe. Auch bei der Waffe, super wichtig, funktioniert super nice. Wenn man mal gegen Sniper auf Distanz kämpft, dann kann man dabei immer nach links und rechts laufen. Die Schüsse treffen trotzdem den Gegner und der Gegner hat schwerer, einen selber zu treffen. Dann geht es weiter mit dem individuellen Schaft, verbessert die Präzision beim gezielten Feuer aus der Bewegung, unterstützt das Ganze hier nochmal. Und hier letzten Endes der Rückstoßdämpfer. Der Rückstoß seiner Waffe nach oben wird reduziert. Wobei ich hier wirklich überlegt habe, nicht doch lieber das schnellere Nachladen zu nehmen, weil der Rückstoß bei dem Ding ist jetzt nicht so wirklich das Problem, weil er halt wirklich kaum vorhanden ist. Aber auf der anderen Seite, das schnellere Nachladen allgemein ist bei dem Teil auch nicht so das Problem, weil es halt ein halbautomatisches Gewehr ist. Das heißt, man kommt erstmal nicht so schnell in Nachladeprobleme, wenn man viel mehr mit Bedacht schießt und auch viel regelmäßiger nachlädt. Und dazu halt das 31er Magazin. Also in Nachladeprobleme kommt man hier mit dem Teil eigentlich nicht so wirklich. Also ob jetzt der Rückstoßdämpfer oder schneller Nachladen. Der Rückstoßdämpfer sollte dann doch die bessere Wahl sein, vor allem auf Dauer für das angenehmere Spielen. Ja, die andere Seite, die man hier skillen kann, konzentriert sich eigentlich komplett auf Nahkampf und Hipfire. Schnelleres Schießen nach dem Sprint, Hüftfeuer wird präziser und die Reichweite für Hüftfeuer erhöht sich, erhöht die Präzision beim Hüftfeuer und dann hier halt letztendlich das schnellere Nachladen oder den Rückstoßdämpfer. Möchte man bei so einer Waffe, die eigentlich darauf ausgelegt ist, auf Distanz gut zu sein, die im Nahkampf verbessern? Ich meine, das Ding ist jetzt sowieso im Nahkampf nicht gut. Im Vergleich mit allen möglichen anderen Waffen zieht das Ding hier einfach den kürzeren im Nahkampf. Das Ding ist im Nahkampf einfach nicht gut. Und das ändert sich auch nicht unbedingt mit besserem Hüftfeuer. Dementsprechend bei der Waffe würde ich einfach sagen, verstärkt die Stärken und spielt das Ding so. Alles andere macht hier nicht wirklich Sinn, ehrlich gesagt. Im Allgemeinen ist das keine gute Waffe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber auch keine schlechte Waffe. Also jetzt, was heißt keine gute Waffe? Es hat halt keine wirkliche Besonderheit, wie beispielsweise dass die Suomi im Nahkampf richtig krass ist oder die Tommy Gun im Nahkampf richtig krass ist oder das FG42 im Nahkampf richtig krass ist oder die und die Waffe sind auf Distanz halt mega krass und das Ding hier ist im Nahkampf nicht wirklich gut, auf Distanz nicht wirklich gut. Es ist halt okay. Es funktioniert damit. Es ist nicht das Beste, aber es ist in Ordnung. Sie zählt halt nicht zu den besten Waffen. Dementsprechend die Antwort auf die Frage, ob sich die Rang 20 Sturmsoldatenwaffe lohnt. Erstmal natürlich, jede Waffe lohnt sich. Abwechslung ist immer gut. Jede Waffe macht Spaß zu spielen, Neues auszuprobieren, abzugraden und so weiter. Aber jetzt, wenn man erwartet, dass man jetzt hier auf Rang 20 beim Sturmsoldaten eine absolute Topwaffe bekommt, die den anderen Waffen überlegen ist, dann ist das halt nicht so. Das Ding ist okay,
für alles relativ gut geeignet, aber andere Waffen sind halt einfach besser, vor allem auf den verschiedenen Gebieten besser. Allerdings darf man auch natürlich nicht den Unterschied zwischen PC und Konsole vergessen, denn ich kann mir wirklich echt gut vorstellen, dass das Gewehr 1 bis 5 auf den Konsolen eben durch diese extrem hohe Präzision doch nochmal besser abschneidet als jetzt hier auf dem PC, aber schreibt es einfach mal in die Kommentare an alle, die das Ding auf den Konsolen schon ausprobiert haben. Leute, das ist das Gewehr 1 bis 5. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch einen dicken Daumen nach oben, ein Like geben und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.